Erik Pfeiffer, Schwergewichtler von EC Boxing. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen, auch jetzt schon, obwohl wir schon im Februar sind. Du hast ja im Dezember das letzte Mal geboxt. Genau. In der Hamburger Sporthalle. Wie waren da so deine Eindrücke von dem Kampf? War gut, war ein bisschen schwerer Gegner, weil der halt so viel wog, aber war halt okay, war gut. Bin ich mal auch über die volle Distanz gegangen, das hat mir halt auch gefallen. Du kämpfst jetzt am 2. März das nächste genau. Mal in Magdeburg? Genau, in Magdeburg auf der SAS-Veranstaltung. Weißt du schon was über deinen Gegner? Das wird keine Ahnung, also ich weiß es noch nicht. Gut, wirst du vielleicht dann in den nächsten Wochen ein bisschen mit auseinandersetzen. Ja, du bist ja jetzt seit letztem Jahr bei EC Boxing und genau. Jetzt erstmal im Profigeschäft angekommen. Du warst lange Amateur, zwar mal bei Olympia. Genau. Mach jetzt immer so der Plan für dich auch, nochmal ins Profigeschäft und zu spät noch? Ich wollte schon immer ins Profigeschäft, nur wollte ich die Olympiamedaille. Weil mit der Olympiamedaille ist es halt viel einfacher und viel besser. Aber hat halt leider nicht geklappt mit der Olympiamedaille, deswegen bin ich halt erst jetzt zu den Profis. Genau, du hast ja letztes Jahr dein Debüt gegeben und wie siehst du deine Entwicklung bisher? Hast du es auch einfach gehabt, so die Umstellung vom Amateurbereich in den Profibereich? Ich habe ja teilweise auch in diesem APB-Programm mitgemacht, das war halt dieses AIBA Pro Boxing, da haben wir auch über 6 Runden, über 12 Runden geboxt, deswegen kannte ich es halt schon ein bisschen, deswegen war die Umstellung für mich nicht so schwer. Ja. Du bist jetzt wie alt, 31? 32. 32? Man kann auch sagen 23. 23, okay. Ja, das ist vielleicht 30 bis 29, mal sehr interessant. Wie sieht es aus? Wie sieht deine Planung da aus? Du kannst natürlich nicht jetzt noch, sagen wir mal, 10 Jahre aufgebaut werden, sondern es muss wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Genau. Als vielleicht von einem anderen also ich denke mal, dieses Jahr werde ich auch schon um den ersten Titel boxen. Ja. Ich mache noch 1-2 Aufbaukämpfe und dann kommt halt schon bestimmt der Titelkampf. Ja. Planst du auch für die deutsche Meisterschaft oder sowas vielleicht? Also steht noch nicht fest. Also der Errol plant das alles und vielleicht die Europameisterschaft oder so, irgendwie sowas. Jetzt ist ja da dein Teammitglied Christian Hammer ja. Am 2. März, zeitgleich zu dir quasi, nur ein paar Stunden verspätet, in New York aktiv. Genau. Was sagst du zu dem Kampf gegen Ortiz? Also ich denke, Ortiz ist kein leichter Gegner, aber ich denke mal, der Christian ist sehr fit und wird ihn auch schlagen. Ich denke mal, der wird ihn auf jeden Fall besiegen. Vielleicht auch mal dein Ziel, mal im Barclays Center zu boxen. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Das ist immer ein großes Ziel von jedem Boxer in Amerika, auf einer großen Veranstaltung zu boxen. Hast du vielleicht noch eine Message für deine Follower auf den Kanälen? Abonniert mich, liked mich und ich freue mich schon auf alle. Gut, dann sehen wir uns am 2. März in Magdeburg. Genau. Und viel Erfolg.